Gut gejagt. Hier ist deine Belohnung. Wir sehen uns, hoffe ich. Du hast einen großen Fund gemacht. Jetzt kennen wir die tödlichen Pläne der Regierung. Das ist ein harter Schlag für sie und ein großer Tag für uns. Elizabeth hatte recht, was dich angeht. Ich muss ihr wohl zustimmen. Jetzt müssen wir uns verabschieden. Elizabeth ist schon vorausgegangen und bereitet alles für unsere Ankunft vor. Mach dir keine Sorgen über das Zeug in der Garage. Das wartet auf dich. Aber wir müssen los. Der Preis für deinen Kopf steigt, je länger du hier bleibst. Du bist hier einfach nicht sicher. Wir haben einen Störsender, der unseren Rückzug decken sollte. Wenn du auf unserer Seite bist, komm wieder, wenn du alles erledigt hast. Dann verschwinden wir. Möchten Sie sich hier ein wenig umsehen? Bei mir gibt es ausschließlich Spitzenqualität. Eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Hallo. Wenn du Autoteile suchst, bist du hier genau richtig. Schon was gefunden? Komm wieder Teufel, mein Freund.
Also, können wir jetzt gehen? Perfekt. Gehen wir. Schön, dass du dich uns anschließt. Die Regierung hätte dich sicher bald gefunden, aber du kennst sicher den Spruch, vom Regen in die Traufe kommen. Naja, willkommen in der Traufe. Für mich gibt es nur eins, die Regierung bekämpfen. Und das ist so, seit meine Arche aufgetaucht ist und ich gesehen habe, was die Regierung tut. Sowas hätte nach dem Asteroiden nie passieren dürfen. Unsere Regierung hatte einen guten Plan. Aber General Cross hat bloß die Zeitsteuerung der Archen verändert, in denen seine Leute waren. Das hat die Geschichte der Menschheit verändert. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es nicht für immer ist. Das ist Crescent City, oder was davon übrig ist. Unsere Basis liegt genau darunter. Alles klar, hier entlang. Unsere Basis liegt hinter dieser Tür. Sergeant Marshall hier. Sicherheitscode 1228. Roger, Captain. Willkommen zurück. Unser Gast ist bei Ihnen. Hier lang. Willkommen in unserem Heim. Etwas chaotisch, aber uns gefällt's. Okay, Leute. Hier ist unser neuester Gast. Ihr wisst, dass er aus einer Arche stammt. Ein harter Bursche ist und alle Jobs erledigt, die er anfängt. Er passt gut hierher. Kurz gesagt, vertraut ihm. Siehst du die zerstörte Arche dort drüben? In der war ich begraben. Aber jetzt nutzt sie Lassard als Operationszentrale. Schön, dich kennenzulernen. Ja, Captain Marshall war hier drin begraben. Aber ich habe die Systeme in Gang gebracht und kann so die Regierung ausspionieren und mit unseren Leuten im Ödland kommunizieren. Genau. Und Elizabeth kennst du ja. Schön, dich in einem Stück wiederzusehen. Eigentlich ja Dr. Cadence. Und sie ist der Lösung des Rätsels, was die Regierung mit den Mutanten bezweckt hat, dicht auf der Spur. Jeder kleine Schritt bringt mich der Wahrheit näher. Und Jack Portman da drüben kümmert sich um das Waffenarsenal. Er hilft dir bei allem, was schießt und explodiert. Stimmt, es ist so, als hätte ich jeden Tag Geburtstag. Vor allem, wenn durch meine Arbeit Regierungsarschlöcher umgelegt werden. Und über uns wacht Saw darüber, dass unsere Basis weiter unentdeckt bleibt. Ihm gehört die Autowerkstatt und er hält deine Sachen schon für dich bereit. Du triffst ihn, wenn du nach oben gehst. Okay, ein paar Dinge musst du wissen. Subway Town über uns ist nicht Wellspring. Die Leute dort wandern auf einem schmalen Grat. Sie halten die Regierung auf Abstand und verhandeln mit uns. Sei vorsichtig. Nimm dich besonders vor Redstone in Acht, dem Boss der Stadt. Er wird dich sofort an die Regierung verpfeifen, es sei denn, du bist ihm von Nutzen. Okay. Das Erste, was du tun musst, ist Redstone für dich einzunehmen. Schau, ob er was braucht. Sei ihm von Nutzen. Sonst bist du so gut wie tot. Und dann bist du nutzlos für uns. Meinst du, du kannst ein Spiel spielen? Gut. Und denk dran. Krieg ein Gefühl dafür, wie die Dinge hier laufen. Sei ihnen nützlich. Dann können wir mit dem ernsten Zeug beginnen. Okay, du kannst jetzt hochgehen. Dinge in die Luft zu jagen und die Regierung hart zu treffen, das ist meine Aufgabe.
Wenn du so gut bist, wie Elizabeth sagt, dann werden wir sicher miteinander auskommen. Du musst dich mit Redstone gutstellen, bevor wir es mit der Regierung aufnehmen können. Du musst es erfahren. Die menschlichen Mutationen wurden nicht von der kosmischen Strahlung nach dem Asteroideneinschlag hervorgerufen. Die Mutanten stammen aus Regierungsexperimenten mit Nanotriten und Menschen. Fehlgeschlagene Testobjekte wurden im Ödland ausgesetzt, um sich zu vermehren und zu verbreiten. Das ist die Wahrheit. Das müssen die Leute wissen. Gib mir etwas Zeit, um die Daten zu analysieren, die du uns besorgt hast. Vielleicht finde ich etwas, was dir hilft. Komm später vorbei, dann weiß ich mehr. Ich habe mit der Technologie der Regierung experimentiert, die wir gefunden haben. Und ich glaube, ich habe was wirklich Tolles entdeckt. Ich weiß jetzt, wie man einzelne Bauteile der Regierung zu einem Objekt zusammenbaut, das die Schadenswirkung von Waffen erhöht. Aber nur solange die Energie dafür ausreicht. Die Teile sind nur schwer zu finden, aber es ist effektiv. Hier sind die Pläne. Du wirst viel Spaß damit haben. Das ID-Drive zu entschlüsseln ist nicht leicht. Ich muss mich konzentrieren. Du bist also der Neue im Team. Willkommen in Subway Town. Ich bin Saul. Mir gehört die Autowerkstatt hier, aber was noch wichtiger ist, ich senke diese Hebebühne ab, falls die Regierung anfängt rumzuschnüffeln. Aber zuerst ein paar Dinge, die du wissen musst. Dein Parkplatz ist hinter dieser Tür. Ich führe alle deine Reparaturen durch und schleppe dich ab, wenn du in Schwierigkeiten gerätst. Den Leiter des Rennens findest du unten. Die Bar ist auf dieser Etage. Und ganz wichtig für dich, Redstones Büro ist oben. Denk dran, keiner bewegt sich hier ohne sein Okay. Geh deshalb sofort zu ihm. Neu in der Stadt? Ich sollte wohl willkommen sagen. In Subway Town kriegst du alles. Willst du ein Rennen fahren, geh nach unten. Hast du was zu verkaufen, geh nach oben zu Jenny. Das wird dir hier gefallen. Hey, Fremder. Willst du dir was dazu verdienen? Dings, melde dich oben bei Jenny. Rick Johnson, der Barinhaber, hat Probleme mit Banditen, die seinen Schnaps klauen. Er braucht jemanden, der sich um das Problem kümmert. Melde dich bei ihm. Sieh dich um. Das hier ist Redstones Stadt. Er ist der fieseste Bürgermeister im Ödland. Sieh dich vor, sonst überlebst du hier nicht lang. Geh zu Redstone, wenn du ihn noch nicht gesehen hast. Verschwende keine Zeit. Redstone mag keine Fremden, die ohne Erlaubnis in seiner Stadt rumlaufen. Geh rauf zu ihm in sein Büro.
trinken darf hier nur, wen Redstone für okay hält. Und jetzt zieh Leine. Achtung, wenn Redstone mir sagt, dass du okay bist, lass ich dich rein. Hab dich noch nie gesehen. Noch ein paar Ratschläge. Leg dich nicht mit Redstone an und mach die Regierung nicht auf dich aufmerksam. Das bedeutet nur Ärger. Das Leben hier war nie leicht. Wir arbeiten hart, aber Redstone und die Regierung beuten uns aus. Und so reicht es kaum zum Überleben. Es muss sich etwas ändern. Die Leute brauchen Hoffnung. Willkommen in Subway Town. Wir haben hier unseren eigenen Rhythmus. Die Nähe zu Capital Prime macht jeden nervös, aber wir versuchen möglichst locker zu bleiben. Ich habe ein super Schnäppchen für dich. Hallo, ich bin Stu. Ich habe öfter mal das ein oder andere über und verkaufe es zu einem fairen Preis. Willst du sehen, was ich so habe? Kumpel, lass den Boss nicht warten. Geh zu ihm. Moment mal. Du bist Marshalls neuer Mann. Du bist neu. Du weißt nicht, wie die Dinge hier laufen. Deshalb erkläre ich es dir. Das hier ist mein Ort, meine Stadt. Und jeder Arsch hier hat mir Rechenschaft abzulegen. Was ich will, wird getan. Wenn du mir also hilfst, Dinge zu erledigen, kommen wir gut miteinander klar. Wenn nicht, kann ich dich nicht gebrauchen. Kapiert? Marshall sagt, du bist ein Macher. Dann wollen wir dich mal auf die Probe stellen. Mein Vorarbeiter hat Probleme mit Mutanten am Ende des Tunnels der blauen Linie. Die kriechen immer wieder rein. Los, hilf ihm. Schaffst du das? Gut. Wenn du mir nützlich bist, kannst du bleiben. Zeig mir, was du drauf hast. Mach dich auf die Socken. Mach dich auf die Socken. Was machst du da? Beweg deinen Hintern zu Jones. Er wartet auf dich, verdammt. Komm zurück, wenn du dich um seine Probleme gekümmert hast. Redstone hat dir einen Job gegeben. Verschwende keine Zeit. Hallo, mein Süßer. Bitte sag mir, was ich für dich tun kann. Ich bin Janie. Ich kaufe. Ich verkaufe. Versuche, etwas Geld zu scheffeln, um mich über Wasser zu halten. Ich habe einfache und Spitzenausrüstung. Du suchst was? Ich hab's. Und wenn ich's nicht hab, brauchst du's sicher nicht. Was suchst du? Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Hey du, was suchst du?
Nicht vergessen. Frag mich zuerst, wenn du was brauchst. Bis bald. Janie hat ordentliche Waren. Aber wenn du was richtig Gutes suchst, geh zu Stu. Er hat immer was Besonderes im Angebot. Kannst du einem alten Mann... Hey, du! Marsha soll mit einem neuen Mann an seiner Seite zurück sein. Manche sagen, es sei jemand aus einer Arche. Andere sagen, du seist es. Nun, wir werden es ja sehen. So, du bist also Redstones neuer Mann. Willst du dir was nebenbei verdienen? Verdammte Banditen machen meinen Schnapslieferanten zu schaffen. Kann hier unten kaum gutes Zeug bekommen. Ich biete dir gutes Geld, wenn du ein paar von den Banditen erledigst. Prädatoren, die Jäger der Regierung, zählen sogar doppelt. Kriegst du das hin? Also gut, Mann. Dann mach sie fertig. Geh los und kümmere dich um die Banditen. Ich erwarte neue Lieferungen. Nur Jones eigene Leute arbeiten, sonst niemand. Tja, mit dem Mutantenproblem bleibt ihm nichts anderes übrig. Ja, aber es nervt trotzdem. Verdammte Mutanten, die haben ja alle Bauarbeiten lahmgelegt. Redstone muss was dagegen tun. Bis sich jemand um Jones Mutanten kümmert, können wir nur was trinken. Sehen, bist du neu hier? Na dann, hallo, willkommen bei Sparky. Hier gibt's die besten Autoteile und Upgrades diesseits von Capital Prime. Bei mir bekommst du alles, um deine Karre härter, sicherer und vor allem natürlich schneller zu machen. Was genau suchst du denn? Die Rennen, die wir auf dieser Strecke fahren, sind nichts für Weicheier. Einiges härter, als du es gewohnt bist. Das ist sicher. Brauchst du den Geschwindigkeitsrausch? Der Chef hat angerufen und gesagt, dass einer kommt. Das musst du sein. Ich habe ein Riesenproblem. Die scheiß Mutanten machen meine Arbeit kaputt. Die Bauarbeiten sind fast zum Erliegen gekommen. Sie müssen sich in die Station der blauen Linie gegraben haben und jetzt kommen sie überall rausgekrochen. Jemand muss sie aufhalten. Sieht so aus, als wärst du der Richtige für den Job. Schön, dass du das verstehst. Der Eingang zu ihrer Höhle ist oben an der Canyonwand. Geh so tief rein, wie du kannst und suche nach der Station der blauen Linie. Wir können nicht weiterarbeiten, wenn die Mutanten hier ständig durchrasen. Geh in ihre Höhle und versuche, das Problem zu lösen.
Thank you.